ATP ist die universelle Energiewährung der Zellen. Es ist an allen Energietransaktionen beteiligt. ATP besteht aus einem Adenosin und drei Phosphatresten. Die beiden letzten Phosphatgruppen sind durch Bindungen verknüpft, die eine sehr hohe Energie haben. Diese beiden Bindungen, besonders die letzte, sind der Schlüssel für die Speicherung, die Übertragung und die Freisetzung von Energie. Wenn eine Zelle Energie benötigt, kann die letzte Bindung gelöst werden und die gespeicherte Energie wird freigesetzt. Diese Energie, die aus dem ATP freigesetzt wird, macht die Arbeit aller unterschiedlichen Zellen des Körpers möglich. Durch ATP können die Muskelzellen eines Läufers seine Beine bewegen und das Herz kann Blut durch sein Kreislaufsystem pumpen. Wenn die letzte Phosphatbindung gelöst und die Energie freigesetzt wird, wird dabei ATP zu ADP oder Adenosindiphosphat abgebaut. Das ADP, das zurückbleibt, kann erneut zu ATP umgewandelt werden, indem wieder Energie und eine Phosphatgruppe zugefügt werden. So läuft ein Zyklus ab. ADP-Moleküle erhalten eine Phosphatgruppe und Energie aus dem Abbau von Glucose. Dadurch wird aus ADP ATP gebildet. Die Energie, die in diesem ATP gespeichert ist, wird für die Arbeit der Zellen verwendet, indem ATP eine Phosphatgruppe abgibt. Das führt wieder dazu, dass ATP zu ADP wird und der Prozess beginnt von neuem. In der Zelle wird dieser Zyklus ständig wiederholt. Er läuft viele Male in einer Sekunde ab.